So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Battle. Wunderschön Australien. Mit einem komischen Fahrer hier an der Tankstelle. Wer ist denn das hier? Der sieht das, das ist glaube ich, oder? Mit einem wunderschönen GTR. Ja. 2017. In einer netten Lackierung, die nicht von mir ist, aber trotzdem gut ist. Und ich fahre einen wunderschönen Acura NSX, die Neuauflage quasi. Zwei Allradgeschosse, mega geil, mega schnell. Und mal gucken, was der bessere ist. Einer davon. Meiner. Ja. Natürlich, ein GTR ist schon nicht schlecht, aber auch so ein NSX, auch hier mit Hybrid, ne? Ist auch schon kein schlechtes Teil. Du bist scheiße. Genau, und deswegen starten wir auch mit dem Drag Race. Genau, weil ich scheiße bin. Hello, darkness, my old friend. I come to you, to talk to you again. To ja, wenn sie jetzt mit alles Screen irgendwas redet. Das ist einfach so geil. Ja, irgendwas habe ich immer zu bubbeln. Ja, irgendwas Sinnloses und Sinnfreies. Einfach nur. Ist es einfach nur da. Bubbly, 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 bubbly. Oh, beide 900 Punkte, ey. Dieser komische LPR-Club, Alter. Diese komischen Leute da. Dieser komische Pizza-Club. Oh. Oh nein, wer hätte damit denn rechnen können? Oh. Aber wenn die beiden Serie sitzen, die glaube ich beide fast gleich schnell auf dem Drag Race. Was? Was war das gerade? Nix. Ja. Kopf auf den Tisch gehauen. Ach, mit grandiosen 290 durchs Ziel. Zwei Sekunden Unterschied. Was? Wirklich, ich frage mich manchmal wirklich, was da eigentlich, was in dem Kopf auch vorgeht. So, 250, ne? Ja. Ich glaube, das ist meiner sogar besser. Ich weiß nicht warum, aber ich vertraue mal. Reifen. Bessere Reifen. Vertraue mal auf Honda-Acura. Yes! Cura, Bitch. Cura? Ohne ABS hätte ich ja bitte. ABS aus. Kannst du wieder machen. Dann steht es 1-1 und jetzt kommen wir natürlich sofort zum Top-Speed-Test, wo es natürlich sehr, sehr spannend wird. Fahr doch mal vor. Nein, fahr du vor. Ich will dich überholen. Nein. Ich will dich überholen. Fahr vor, komm. Kick ich nach Gure. Das ist jetzt so ein bisschen wie der Vergleich zwischen Zander und Wolken. Da war es ja auch relativ eindeutig, wer gewonnen hat beim Top-Speed-Test. Der Fiat Multipla. Richtig. Nein, der Mercedes, Alter. Zu dumm. B-Klasse, ne? Nee, D-Klasse. Dummkopfklasse. Ja. Was sehe ich denn da? Himmel, Straße. NSX. Jetzt will ich NSX nicht mehr. Ich habe schöne Rückleuchten, ne? Nee, warte, ich war schon so weit weg, die siehst du auch nicht mehr. Ich sehe die auch nicht mehr. Das ist, wie man sehen kann, ist der GTR ein wenig schneller. Also maximal 5 km/h. Ja, ich komme sogar über angegebene Geschwindigkeit. Ich auch, aber das schon eigentlich mit allen Autos mehr zu fahren, als es angegeben steht. Ja, komm. Ah, Mann. Acura, warum? Ihr enttäuscht mich. Das ist ein bisschen wenig. Das ist nicht mehr. Das ist nicht gut. Weil Top-Speed ist wichtig. Ha! Du Noob. Also ich habe, sage und schreibe, halte ich fest, Trommelwirbel,
315 geschafft. Stark. Ich habe 394. Alles klar. Wir sind auf erst eins wohlgemerkt, ne? Ich habe nur die Turbos erhöht. Ich muss ja mal leider täuschen oder halt immer das mein Diabolo schneller auf S1. Diabolo. Ja. Kompressor, der schafft 407. Hat auch ein bisschen Leistung. Der drückt bei 600 kW. Kann man machen, ne? Ich bin 2-1 für den Japaner. Geiler Joke, ne? Also fehlen noch zwei Rennen. Das erste darf ich auch suchen und das zweite auch ich nicht. Er ist auch nebenberuflich Opernsänger. Aber nur mit Hallo. Er sagt Hallo und dann geht er weg. Scheiße. Irgendwo so in der Kirche. Vorne ein Mikrofon, dann kommst du so hin, alles ruhig. Hallo! Und dann gehst du wieder. Alter, die armen Zuschauer, ne? Rip Headset. Die sind alle dank dir taub geworden. Und blöd. Ja, blöd sowieso. Ja. So, 5 Runden hier in Surfers Paradiese. Kollision aus und beste Rundenzeit zählt. Ach du Scheiße. Ein Träumer verpasst, wuh! Läuft bei dir, Silas. Er hat einen Träumer, die hat da vorbei. Ist schon eine Leistung, ne? Erste Runde wird sowieso nicht die beste. Naja. Erstmal ein bisschen an das Auto gewöhnen. Ja. Natürlich. Komm, Akura. Zeig mal, was du kannst. Okay. Akura war schon mal scheiße. Ja. In der Tat. 10 trägt dazu bei, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Bitte? Ja, kennst du die Werbung nicht? Ich guck keinen Fernsehen. Aber die kennt man noch, die ist doch mega bekannt, Alter. Alpha 10? Ja. Hilft das auch bei Bartwuchs? Oder bei Schambehaarung? Da brauche ich nichts. Die zweite Runde war aber auch nicht gut. Scheiße, jetzt. Mach mal, die zweite ist so. Acceptable. Akzeptabel, 3 Minuten 50. Wie kommst du auf 3 Minuten 50? Wer hat denn das an Döner gedacht? Wegen 3,50 Euro? Niemand! 3,50 Euro. Ja, genau. Ich esse 3,50 Euro. Ja. Döner. Wie schmeckt dein Geld, Silas? Nachmittag. Was ist mit Erscheinen? Wie schmecken die? Na, Papier. Die Esspapier. Ja, Esspapier. Esspaper. Ess, also ASS. Genau. Arschpapier. Oh yes. Ich sehe das ja auch immer gerne. Klopapier. Mit Kakao. Und Nutella. Wie soll man das bitte da raufschmieren? Das geht doch gar nicht. Diese Frau bei RTL. Ich gerne Klopapier mit Nutella. Das war bekannt. Kant auch. Oder mit den Pompoms. Ja. Manchmal habe ich 2 Pompoms im Mund, aber manchmal sage ich mir auch bis zu 5 Pompoms in den Mund. Der Mund muss richtig voll sein? Lecker? Pompoms, ey. Komm, Alter. Nicht besser gehen. Weißt du, wir spielen Forts, aber reden über irgendwelche RTL-Sachen. Das ist Qualität. Die Mutter tut mir leid. Niemand möchte so eine Tochter haben. Die Mutter tut mir leid. Gegessen wird von den Alten. Und dann das Klopapier. Ja.
Ist ja nicht scheiße genug. Egal. Ah. Nee, ich wollte was dranhängen, aber das gehen wir wechseln. Oh, fuck, fünfte Runde wird schon mal nix. Also. Trotzdem, das war. Ich habe auf jeden Fall nicht gewonnen, ey. Nie im Leben. Was hast du bis jetzt für eine Rundenzeit? Unter einer Minute. Wow, ist nicht schwer. Erste Runde sieht das, ne? Dann hast du bestimmt mehr als eine Minute. Tipp ich jetzt mal. Ja, aber nicht in der besten Runde. Das ist ja furchtbar. Ach, ich bin hängen geblieben. Müssen wir. Ist nichts Neues, aber. Ey, es war nicht so schön, ey. Geduldig mehr. Hab trotzdem Hello, gewonnen, sieht das. Darkness, my friend. Oh, aber knapp. I Eine gute halbe Sekunde. can't breathe. Boah, ich bin richtig müde, Ach, ey. wirklich? Wie viel steht's? 2-2, ne? Ja. Oder? Was Ich habe denn? so einen verdrecksten Kack-Ohrwurm, dass er schon richtig keck ist, also. Dschungel Speedway Sprint Sprinter. bei Nacht. Ist nicht Frau Schmidt. Turboloch. Visionen waren aus, ne? Ja. Nacht und Nebel. Wer kommt da? Der Tittenknebel. Wer Ich kommt kann bei jetzt Nacht und aber nicht Schnee? halt mitbekommen. Deine Mutter. Nein, Keine Ahnung. zieh das. Wow. Das ist schon mal lustiges. Mein Kurvenhalten fährt nicht so gut. Kurvenheilfährten. Kurvenpferd halten. Pferd halten. Also das Traum. Pferd halten. Nein. Aber knapp, ne? Ja. Ich dachte so, bitte, bitte, komm, bitte, bitte schieß dich ab. Denn, oh, langweilig. Ach, schade. Hat keiner gehört. Ach, wirklich? Oh nee. Oh, das ist so geil, Sonnenaufgang mit Nebel. Nee. Was? Nee, ha? No! Yes! Schmeiß deine Karre weg, los! Nein, 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 das wird knapp, das wird knapp. Und. Yeah! Was? Oh Mann! Oh nein! Yeah, Ja, boy! Alter! 100 Millisekunden willst du mich verarschen? Yeah, Oh boy! Mann! Alter! Oh. Das ist bitter, oder? Ich muss dazu sagen, ich dazu fragen, oder? Dazu sagen, ich bin gefahren wie ein Stück Scheiße. Ich war nicht gut. War gar nicht gut. In der Tat. Weil es aber auch nicht Bin so müde. der Überkrasse war. Ganz in Ordnung, so. Akzeptabel. Okay, ich gehe jetzt kacken, ne? Bis gleich. Tschüss, Leute. Ja, das ist wieder typisch Silas. Einfach wieder vorher laufen, bevor die Folge zu Ende ist. Das war, glaube ich, der knappeste Capital-Sieg in der Geschichte von Capital. Mit grandiosen 10 oder 11 Folgen.
Ja. Noch damals 3 zu 2 für den GTR, aber auch halt nur hauchknapp. Und ich sehr knapp. Also beide sind quasi mehr oder weniger, ich sag mal, gleich gut, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber spannendes Duell finde ich. Findet ihr hoffentlich auch. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit schönen Rennwagen. Mal gucken. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem, wann die Folge überhaupt online kommt. Sieh das? Bist du da? Ja. Du warst jetzt gerade kacken, oder wie? Nee, ich war schon. Die Folge läuft noch, ne? Das weißt du. Ja, ich wollte noch die Abmoderation mitmachen. Ja. Dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und auch danke Silas, ne, fürs Mitmachen. Ja, bitteschön. Hat mir keinen Spaß gemacht. Nein, Spaß. Also, tschüss! Tschüss.